Hallo, grüß euch zu einem neuen Tutorial von Click and Smile Fotografie. Heute geht es um das berühmte Wasserzeichen, wie man eins erstellen kann, wie man es dann in einem Bild einfügt und wie man es abspeichern muss, um es immer wieder verwenden zu können. Und starten wir auch gleich rein. Ein Wasserzeichen. Was ist ein Wasserzeichen? Es ist sozusagen die Signatur, was auf einem Vertrag die Unterschrift ist, ist bei einem Bild das Wasserzeichen. Es gibt einfach eine Personalisierung an den Urheber, weil der, was das Bild gemacht hat, was das Bild bearbeitet hat oder ähnliches, da gibt es ein Logo auf ein Bild und somit hat er dem Bild eine Signatur oder ein Wasserzeichen verpasst und man kann es immer wieder demjenigen zuordnen. Also ich will auf diesem Bild ein Wasserzeichen einfügen, machen wir uns eine neue Datei, wo wir das Wasserzeichen erstellen. Ich nehme jetzt 4000x2000 Pixel, 300 dpi Auflösung. Und erstellen wir diese Datei. So, jetzt haben wir dieses Rechteck und da wollen wir jetzt unser Wasserzeichen rauf machen. Man muss sich immer überlegen, was will ich? Will ich eine Grafik am Wasserzeichen oben haben oder nur Text? Das muss man sich im Vorhinein klar sein oder man arbeitet es während des Erstellens. Also dem sind keine Grenzen gesetzt. Es gilt aber, je weniger, desto besser. Also man muss ein Wasserzeichen nicht unbedingt mit Grafik vollpacken. Wichtig ist, dass man eben im Nachhinein das Bild wieder einem zuordnen kann. Ich entscheide mich in diesem Fall für ein Textwasserzeichen. Schreibt da jetzt Click and Smile. Diese Schriftart, Daniel nennt sich die, habe ich mal schon runtergeladen. Wie man so eine Schriftart runterladet und dann in Photoshop importiert, zeige ich euch in einem der nächsten Videos. Wie gesagt, Click and Smile, das machen wir ein wenig größer, dass es ein bisschen füllend ist für die gesamte Breite. Jawohl, so gefällt mir das. Click and Smile. Und dann mache ich noch eine zweite Ebene. Eine zweite Ebene und die, da schreiben wir jetzt Fotografie hinein. Click and Smile Fotografie. Also würde ich jetzt für meinen Betrieb ein neues Logo entwerfen, könnte es so aussehen. So, jawohl, jetzt haben wir diese zwei Zeilen erstellt und jetzt entfernen wir den Hintergrund und da sieht man dieses karierte Muster, das heißt immer, dass es transparent ist, wenn man das richtig speichert, wird hier also dann das Bild selbst, da wo man das Wasserzeichen einfügen will, angezeigt und nur die Schrift wird über das Bild gelegt, aber das sehen wir dann genauer, wie das gemeint ist. In diesem Fall passt das so, ich habe diese zwei Schriftebenen, Click and Smile, Fotografie. Wie gesagt, man kann da Grafiken einbauen, andere Schriftarten, wie man will. Aber das ist mal der Grundsatz, wie man jetzt das erstellen kann. Dann speichern wir das Ganze, nennen wir das Wasserzeichen.bsd, das wäre die Photoshop-Datei, also Photoshop hat immer die Endung BSD. Und dann speichern wir das Ganze noch einmal als PNG. Und das ist jetzt der wichtige Schritt. PNG kann man dann in ein Bild einfügen und da werden alle transparenten Bildbereiche wirklich transparent. Würde ich jetzt da ein JPEG machen, würde alles, was transparent ist, weiß gemacht werden und man kann es eigentlich nie so einfach in ein Bild einfügen. Wasserzeichen.png. Diese Optionen lasse ich mal so und jetzt ist das gespeichert. Jetzt kann ich in meine Ausgangsdatei, wo ich das Wasserzeichen einfügen will, wechseln und da öffne ich mir jetzt diese PNG-Datei. Kopiere alles mit Ctrl A und kopiere es mit Ctrl C und in diesem Bild mit Ctrl V kann man das Ganze dann wieder einfügen. Jetzt müssen wir es noch größenmäßig anpassen. Mit Ctrl T kann man jetzt in den Transformiermodus wechseln. Wichtig, wenn man da oben dieses Kettensymbol anklickt, nachher kann man da an den Ecken ziehen und die Proportionen des Bildes verändern sich nicht. Anwenden. Und jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen kleiner. Das Ganze noch ein bisschen kleiner und schon haben wir ein Wasserzeichen eingefügt. Was gilt es bei einem Wasserzeichen noch zu erwähnen? Wichtig ist, dass das Wasserzeichen, wenn möglich, nicht zu prominent am Bild platziert und positioniert wird, weil einfach das Bild selbst das Wichtige ist, nicht das Wasserzeichen. Das Wasserzeichen dient, wie eingangs erwähnt, einfach nur, um eine Verbindung zum Urheber und zum Ersteller zu gewährleisten, dass man einfach erkennt, wer hat das Ganze gemacht, soll aber eigentlich nicht vom Bild selbst ablenken. Das heißt, weniger ist hier mehr. Lieber Bildwirkung und so weiter nicht kaputt machen und einfach nur eine Signatur drauf haben. Was man noch machen könnte, wäre die Deckkraft zum Beispiel ein wenig verringern, dass es noch weniger auffällt. Ja.
Das war es eigentlich schon. So erstellt man ein Logo und so kann man es auch in andere Bilder einfügen. Diese BMG-Datei kann man jetzt immer wieder in Bilder einfügen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Kreieren eures eigenen Logos. Macht es gut, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und euch geholfen hat. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Danke für euch.